Grüße auf dem Kanal Max Geschichten. Abonnieren Sie den Kanal, um ihn zu unterstützen und jeden Tag interessante Geschichten zu hören. Ich sah sie an, als wäre sie eine Art außerirdische Lebensform. Mein Verstand verarbeitete, was sie mir beim Abendessen gesagt hatte. Sie wartete, bis der frisch gebackene Apfelkuchen angeschnitten war, und dann verblüffte sie mich. Es gibt keinen einfachen Weg für mich, dies zu tun, also werde ich gleich zur Sache kommen, sagte sie. Die Kinder sind weg. Ich bin in den letzten 24 Jahren eine verdammt gute Ehefrau, Mutter und Hausfrau gewesen. Ich habe dich und die Kinder im Haus an die erste Stelle gesetzt und beschlossen, dass es an der Zeit ist, etwas für mich zu tun. Ich bin 45 und immer noch ziemlich attraktiv. Ich muss das tun, solange ich noch eine gewisse Marktfähigkeit habe. Ich liebe dich, und das weißt du auch, aber das ist etwas, was ich schon seit fast 15 Jahren tun wollte, und ich habe akzeptiert, dass du nicht mitmachen willst. Ich hasse es, 24 gute Jahre den Bach runtergehen zu sehen. Aber wenn du dich deswegen scheiden lassen willst, muss ich einfach damit leben. Ich habe am Freitagabend eine Verabredung. Wenn du also keine Reste zum Abendessen aufwärmen willst, musst du auswärts essen gehen. Ich saß nur da und schaute sie an, bis sie sagte: "Sag etwas." Falsch. Ich zuckte mit den Schultern und sagte: "Viel Glück." "Viel Glück?" fragte sie. "Was meinst du damit?" "Viel Glück mit deinem neuen Leben." Und da du nicht mehr in meinem wohnst, will ich dich nicht in meinem Schlafzimmer haben, also verschwinde heute Abend. Wir können im selben Haus wohnen, bis es verkauft ist. Ich rufe morgen früh den Makler an und leite den Verkaufsprozess ein, aber ich warne dich, auch wenn wir im selben Haus wohnen werden, bringst du besser nie deine Liebhaber hierher, sonst bringe ich euch beide um. Ein Haus verkaufen? Ich will das Haus nicht verkaufen. Ich liebe dieses Haus, sagte ich. Dann musst du Geld auftreiben, um meinen Anteil bei einer Scheidung auszuzahlen. Der Besitz wird aufgeteilt, was bedeutet, dass das Haus verkauft werden wird. Uns bleiben nur noch zwei Jahre bis zur Fälligkeit, und unser Nettovermögen beträgt etwa 280.000, also musst du 140.000 aufbringen. Sie können sich überlegen, woher sie das Geld nehmen, während sie das Schlafzimmer verlassen. Ich schlage vor, du fängst gleich an, denn ich möchte früh ins Bett gehen. Ich werde morgen einen anstrengenden Tag haben. Ich werde mit einem Immobilienmakler sprechen, einen Anwalt beauftragen und alles andere tun, was getan werden muss. Warum haben Sie es damit so eilig? fragte ich. Warum nicht? Du hast gerade unsere Ehe beendet, also sehe ich keinen Grund, um den heißen Brei herumzureden. Mach einfach weiter und tu es. Aber das habe ich doch noch gar nicht gemacht, antwortete sie. Das spielt keine Rolle. Die offene Art, mit der du mir gerade gesagt hast, was du vorhast, hat mir gezeigt, was du von mir hältst. Ob du nun am Freitag mit deinem Freund Ex hast oder nicht, wir werden uns trotzdem trennen. Es ist das Beste für dich, wenn du anfängst, deine Sachen zu packen. Was auch immer von deinen Sachen im Zimmer übrig ist, wenn ich ins Bett gehe, werde ich aus dem Schlafzimmerfenster werfen. Wir müssen darüber reden, Rob, sagte ich. Nein, wir haben nichts zu besprechen. Du bist ein Lügner, und ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Ich bin kein Verräter. Ja, du bist eine Verräterin, Amanda, fuhr ich fort. Du hast mir gerade gesagt, dass du am Freitagabend ein Date hast. Es geht nicht darum, dass du sie suchst, sondern dass du sie bereits hast. Das bedeutet, dass du dich mit einem anderen Mann getroffen und unterhalten hast, um eine sexuelle Begegnung zu archieren, und das ist meiner Meinung nach dasselbe wie Betrug. Gehen Sie mir jetzt aus den Augen und räumen Sie Ihre Sachen weg. Ich stand vom Tisch auf und ging in meine Männerhöhle, die gleichzeitig unsere Garage war, während ich an meinem neuesten Projekt arbeitete, einem 1965er Pontiac Catalina Cabriolet. Ich erinnerte mich daran, wie dieser Unsinn anfing, das war vor etwa 15 Jahren, und es lag alles daran, wer ich war und was ich tat, bevor ich heiratete. In der Highschool war ich ein echter Anführer. Pauline French nahm mir an meinem 18. Geburtstag die Jungfräulichkeit und es gefiel mir so gut, dass ich viel Zeit damit verbrachte, nach mehr zu suchen und schließlich mit mehreren Mitgliedern des anderen Geschlechts zu schlafen. Nun, um ehrlich zu sein, waren es mehr als ein Paar. Ich war ein typischer Benutze sie und verlasse sie, bis ich aufs College ging und ein paar Mädchen sich die Mühe machten, mich von meinen schlechten Gewohnheiten zu kurieren. Ich benutzte und verließ sie beide, und sie taten sich zusammen und starteten einen Kreuzzug, um sicherzustellen, dass dies nicht mit anderen Mädchen passierte. Wenn sie mich mit einem Mädchen sahen, kamen sie sofort zu ihr und erzählten ihr von mir. In meinem letzten Schuljahr hatte sich das schon herumgesprochen, und ich konnte keine Verabredung bekommen, um mein Leben zu retten. Im ersten Jahr der Oberstufe lernte ich Amanda Martin kennen und verliebte mich hals über Kopf in sie. Sie wollte nichts mit mir zu tun haben. Sie sagten mir, was für ein Typ du bist, und ich weiß, was du willst, aber es wird nicht passieren. Ich habe es weiter versucht, bis sie eines Tages sagte, soll ich die Polizei rufen und Anzeige erstatten? Soweit ich das verstanden habe, belästigen sie mich. Muss ich eine einstweilige Verfügung gegen sie erwirken? Lassen sie mich in Ruhe. Zum letzten Mal, ich will nichts mit ihnen zu tun haben. Ich werde nicht eine weitere Kerbe an deinem Bettpfosten sein. Ich erhielt die Nachricht und erkannte endlich, was mich meine Einstellung zum Mädchen gekostet hatte. Für den Rest meines Abschlussjahres hatte ich keine Verabredungen mehr, und jedes Mal, wenn ich Amanda sah, war ich hin und her gerissen. Dann kam der Abschluss und ich arbeitete für die Athena Gro in ihrer Marketingabteilung. Es ist keine Angeberei, wenn ich sage, dass ich gut aussah und ziemlich gut in Form war, und ich zog die Aufmerksamkeit mehrerer alleinstehender Mädchen auf mich, die in meiner Abteilung arbeiteten. Sogar ein verheiratetes Paar zeigte Interesse an mir. Keine von ihnen kannte meinen Ruf, man könnte also sagen, dass es ein reiches Umfeld für jemanden wie mich war. Aber irgendwann geschah etwas Seltsames. Ich habe es nicht ausgenutzt. Am einfachsten lässt es sich wohl so erklären, dass ich erwachsen wurde, und als ich im letzten Schuljahr war, wurde mir klar, dass ich niemals eine ernsthafte Beziehung mit einem Mädchen wie Amanda haben würde, wenn ich meine Gewohnheiten nicht änderte. Gott weiß, dass ich diese Beziehung mit Amanda wirklich wollte. Ein Jahr verging, und obwohl ich oft zu Verabredungen ging, verhielt ich mich so gut wie immer von meiner besten Seite. Ich begann tatsächlich eine Friends with benefiz beziehung mit einem Mädchen, und es dauerte etwa sechs Monate und endete, als sie einen Job in einem anderen Staat bekam. Obwohl ich viele Verabredungen hatte, hatte ich nie ein Märchen getroffen, das mir das Gefühl gab, wie Amanda es tat, und dieses Gefühl war mein Leitfaden, meine Basis und was ich suchte. Ehrlich gesagt hatte ich schon das Gefühl, dass ich sie nie finden würde. Eines Abends, nachdem ich lange gearbeitet hatte, hielt ich auf dem Heimweg von der Arbeit im Purple Union. Ich war dort Stammgast, und als ich mich auf den Barocker setzte, hatte Susie am Tresen bereits mein Vaukertonik auf den Tresen gelegt. Ich war bestimmt schon eine halbe Stunde dort, als ich hinter mir ein Geräusch hörte. Ich hörte eine Frau sagen: Lassen Sie mich gehen, und eine Männerstimme sagte: Sie werden mich auf keinen Fall bescheißen, Lady. Abendessen, Drinks, eine Show, und Sie haben mich den ganzen Abend aufgezogen, also können Sie mir nicht einfach Gute Nacht sagen. Lass mich gehen, Idiot. Auf keinen Fall werde ich dich heute Abend sehen. Zumindest nicht auf deinem Schoß. Normalerweise bin ich ein Typ, der sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmert, aber sich so zu benehmen und so einen Mist laut und in der Öffentlichkeit zu sagen, kotzt mich einfach an. Ich stand auf, ging auf ihn zu und sagte ihm, er solle seinen Arsch aus der Bar bewegen. Wer will mich denn zwingen? sagte er und griff mich an. Ich blockte den Schlag ab und schlug ihn hart. Er taumelte, und ich schlug noch zweimal zu, packte ihn, drehte ihn um, verdrehte ihm den Arm und führte ihn zur Tür hinaus auf den Parkplatz. Die Tür hatte keine Klinke, sondern eine Art Druckstange, und ich drückte seinen Körper direkt gegen den Drücker, um die Tür zu öffnen. Sein Körper schlug gegen die Stange, als sein Gesicht auf die Tür traf, und Blut floss aus seiner Nase. Ich ging mit ihm direkt zum Müllcontainer, hob ihn auf und warf ihn mit den Worten Du kommst zum Rest des Mülls in den Container. Wenn du schlau bist, Gehst du nicht zurück in die Bar? Ich ging auch nicht zurück, denn meine gute Laune war verschwunden. Ich kehrte nach Hause in meine Wohnung zurück, duschte und ging ins Bett. Es vergingen drei Tage, bis ich wieder in die Bar kam, und üblich hatte Susie mein Vaukertonik auf dem Tresen liegen, als ich auf den Barhocker stieg. Sie ging zur Kasse, kam dann zurück und reichte mir einen Umschlag. Was ist das? fragte ich. Als du das das letzte Mal mitgenommen hast, hast du dein Geld auf dem Tresen liegen lassen. Du gibst gut Trinkgeld, aber nicht so gut, also habe ich es für dich in die Kasse geschrieben. Ich nahm den Umschlag und steckte ihn in meine Tasche, ohne hineinzuschauen. Er holte sein Portemonnaie heraus und warf einen Zwanziger für das Getränk auf den Tresen. Susie drückte sie mir zurück und sagte Dein Geld ist hier heute nichts wert. Die Dame, die du gestern Abend gerettet hast, sagte mir, ich solle sie anrufen und ihr sagen, wann du wiederkommst. Ich muss dir auf ihre Kosten einen Drink spendieren, damit du hier bleibst, bis sie kommt. Willst du mich verarschen? fragte ich. Nicht im Geringsten, antwortete sie. Die Dame möchte sich persönlich bei ihnen bedanken. Ich beendete gerade meinen dritten v als Susie ein Glas Weißwein vor den Hocker zu meiner Rechten stellte, und bevor ich sie fragen konnte, wofür es war, setzte sich jemand auf den Hocker. Ich sah hin und mir fiel die Kinnlade herunter, als Amanda Martin mich anlächelte und sagte, Hallo, Rob, lange nicht mehr gesehen. Ich war so verblüfft, sie zu sehen, dass mir die Worte fehlten. Was ist los, Rob? Du warst noch nie ein schweigsamer Mensch, sagte sie. Ich bin nur überrascht, dich nach all den Jahren zu sehen, antwortete ich. Es hätte schon drei Tage früher passieren können, wenn du zurückgekommen wärst, nachdem du Dirk in der Nacht hier rausgeschickt hast. Er hat dich belästigt, also war es so, sagte sie. Leider war er nur einer meiner vielen Fehler. Ich scheine mich nicht für einen guten Mann entscheiden zu können. Ich wusste nicht, was ich dazu sagen sollte, also tat ich es ab und fragte sie, wie es ihr ginge, und dann, was sie seit ihrem Schulabschluss gemacht hätte. Wir unterhielten uns eine Weile, und dann fragte ich sie, ob sie schon gegessen hätte, aber sie hatte nicht gegessen, also fragte ich sie, ob sie mit mir zu Abend essen wolle. Als der Nachtisch und der Kaffee kamen, hatte ich bereits eine Verabredung für den nächsten Abend, und aus dieser Verabredung wurden viele weitere. Sechs Monate später machte ich Amanda einen Heiratsantrag, und sie sagte zu: Amanda ging als Jungfrau in unser Ehebett, eine Tatsache, die unser Leben in Zukunft stark beeinflussen sollte. Ein Jahr nach unserer Hochzeit kam Jason William zu uns, und eineinhalb Jahre später wurde Amber Marie Teil unserer Familie. Wir waren fünf Jahre verheiratet, als Amanda mich mit einer der Fragen konfrontierte, die das Herz eines Ehemannes in Angst und Schrecken versetzen. Du weißt, dass ich dich liebe, oder? fragte sie. Natürlich weiß ich das, und du weißt, dass ich nie etwas tun würde, was unserer Ehe schaden könnte, oder? Erwiderte ich. Laufen Sie nicht herum, Amanda, sagte sie. Spuck es aus. Du weißt, dass ich als Jungfrau in unsere Ehe gegangen bin, oder? fuhr sie fort. Mach dich an die Arbeit, Amanda. Du hast so viele Erfahrungen gemacht, bevor wir ein Paar wurden, also weiß ich, dass du ein breites Spektrum an Erfahrungen hast. Ich habe mich immer gefragt, was ich verpasse, wenn ich bis zu meiner Hochzeit Jungfrau bleibe. Ich saß einfach nur da und sah sie schweigend an, als sie fortfuhr. Erinnerst du dich an Solis Teils? Ich erinnerte mich, dass sie eines der Mädchen war, mit denen Amanda auf dem College abhing, und ich wusste, dass sie in Kontakt blieben. Ich nickte zustimmend. Nun, Solly und ich reden viel miteinander und sie erzählte mir von ihrem Sexualleben mit ihrem Mann Ralf. Ich gab zu, dass du der einzige Mann warst, mit dem ich Jesex hatte, und ich gab zu, dass ich neugierig war, was ich als Jungfrau verpasst hatte. Also, was bedeutet das alles, Amanda? Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, Rob. Was soll ich sagen? Ich habe Angst, dass du es falsch verstehst. Was werde ich falsch auffassen? Ich würde gerne einen anderen Mann kennenlernen. Du machst wohl Witze. Hör mir einfach zu, Rob. Ich liebe dich und bin vollkommen glücklich mit dir und unserer Ehe. Ich will nur sehen, wie's Ex mit jemand anderem ist. Keine Liebe oder Zuneigung, nur der körperliche Akt ist alles, was ich erleben will. Und ich muss nicht rausgehen und versuchen, zufällig jemanden aufzureißen. Sali und Ralf gehören zu der Gruppe für offene Beziehungen, und sie sagte, dass sie und Ralf uns empfehlen würden. Alle Teilnehmer werden alle zwei Wochen getestet. Es ist also sicher, wir würden das zusammen machen. So hättest du die Chance auf ein wenig Abwechslung, und ich könnte meine Neugierde befriedigen. Sie müssen verrückt sein, wenn sie glauben, dass ich so etwas zustimmen würde. Die Zeit, um deine Neugier zu befriedigen, war vor deiner Heirat nicht währenddessen. Meine Antwort ist, dir zu sagen, dass du aufhören sollst, mit Sally zu reden und sie deinen Kopf mit Müll füllen zu lassen. Alles, was ich wollte. Nein, nicht nur nein, sondern verdammt nein. Gib es einfach auf, Amanda. Ich will nichts mehr davon hören. In den nächsten Tagen war es im Haus ein wenig kühl, und dann ging alles wieder seinen gewohnten Gang. Aber als ich Amanda sagte, ich wolle nichts mehr davon hören, schien das nicht zu ihr durchzudringen. In den nächsten Jahren brachte sie das Thema ein paar Mal zur Sprache, immer dann, wenn wir tranken und uns auf Partys amüsierten. Es war ein typischer Abend an ihrem 38-Geburtstag. Ich lud sie zum Abendessen ein, und dann gingen wir etwas trinken und tanzen. Ein paar Drinks und Tänze bis spät in die Nacht, und als ich mich verliebt hatte und begann, sie auf der Tanzfläche zu streicheln, Zeigte sie auf das Paar und sagte, Sie ist definitiv sexy. Willst du es nicht versuchen? Sie war definitiv eine sexy aussehende Frau, und wenn ich Single wäre, wäre ich definitiv interessiert. Und dann sagte Amanda, Und er ist auch nicht so schlecht. Vielleicht können wir uns mit ihnen treffen. Ich wusste, dass sie wieder ammeln wollte, also sagte ich einfach, nicht nötig, ich habe schon den, den ich für heute Abend will. Das ist im Laufe der Jahre drei oder mehrmal passiert. Und obwohl ich es nicht beweisen kann, weiß ich, dass zumindest einige davon nicht zufällig waren. Das wurde mir eines Abends klar, als Sali und Ralf kamen und sich neben ein Paar setzten, für das Amanda mich zu interessieren versuchte. Ich hatte keinen Zweifel daran, dass es sich um Freunde von Sali und Ralf handelte und dass Amanda wusste, wer sie waren und hoffte, dass ich den Köder schlucken würde. Das Einzige, was ich aus diesem Abend mitnahm, war der Gedanke, dass ich Amanda genauer beobachten musste. Sie war immer noch mit Sali befreundet, und Sally musste sie dem Paar vorstellen, damit sie wusste, wer sie waren. Und wenn sie auf diese Weise mit denen kommunizierte, die das Band der Ehe nicht ehren, was sollte sie sonst tun? Gelegentlich ging sie mit Leuten, mit denen sie arbeitete, etwas trinken und veranstaltete ab und zu einen Junggesellinnenabschied. Ich glaubte noch nicht, dass sie mich betrügen würde, denn alles, was ich über offene Gruppen gehört hatte, besagte, dass sie keine Singles akzeptierten. Ich dachte nicht, dass Amanda irgendeinen Kerl zum Mitgehen aussuchen würde. Ich meine, warum sollte sie das tun? Wenn sie mit einem Mann geschlafen hätte, müsste sie nicht zu dieser Gruppe gehen, um die Erfahrung zu machen, die sie wollte, oder? All dies geschah an Amandas 39-Geburtstag. Ich fragte sie, was sie sich zum Geburtstag wünschen würde, und sie antwortete: Ich möchte, dass du mich nur einmal mit einem anderen Mann schlafen lässt. Ich möchte das nur einmal ausprobieren und werde nie wieder darum bitten. Ich sag dir was, Amanda. An deinem Geburtstag werde ich mich mit einem Anwalt treffen, den Papierkram ausfüllen und es auf deinen Namen eintragen lassen. Sobald wir geschieden sind, kannst du mit allen anderen Männern's Ex haben, die du willst, und die volle Erfahrung machen. Das ist das letzte Mal, dass ich diesen Mist hören will. Um es ganz klar zu sagen, die einzige Möglichkeit, wie du mit einem anderen Mann's Ex haben kannst, ohne dass ich dich auf den Müll werfe, ist, wenn wir uns scheiden lassen oder ich sterbe. Merke dir das gut in deinem Kopf. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, um es so deutlich wie möglich zu machen. Wenn du mich jemals wieder dazu bringst, werde ich mich von dir scheiden lassen und dich so viel Sex haben lassen, wie du willst. Ich glaubte, dass ich endlich zu ihr durchgedrungen war, denn sie sprach nie wieder davon, bis zu der Nacht, in der sie mir sagte, dass sie es tun würde, ob ich es wollte oder nicht. Am nächsten Morgen traf ich mich tatsächlich mit dem Immobilienmakler und dem Anwalt. Es wäre eine 50-50-Teilung ganz einfach in zwei Hälften geteilt. Amanda verdiente genauso viel wie ich, also gab es keinen Unterhalt, und die Kinder wurden erwachsen und zogen weg. Das Einzige, worüber wir uns vielleicht noch streiten könnten, wäre, wer was aus dem Haus mitgenommen hat. Ich glaube nicht, dass Amanda wusste, was sie in Gang gesetzt hatte, bis sie am Mittwochabend von der Arbeit nach Hause kam und ein Verkaufsschild an einem Pfosten in unserem Garten fand. Als sie am Donnerstag auf der Arbeit die Scheidungspapiere zugestellt bekam, wurde es ihr richtig bewusst. Sie war wütend. Ich meine, sie war absolut wütend, als sie am Donnerstagabend nach Hause kam und mich angriff, weil ich sie vor ihren Kollegen informiert hatte. Zu Recht, sagte ich. Was zum Teufel meinst du? Ich kann mir deine Zeit ziemlich gut einteilen. Wenn du also über eine Verabredung mit einem Mann gesprochen hast, gehe ich davon aus, dass du das auf der Arbeit getan hast. Da das Scheitern unserer Ehe an deinem Arbeitsplatz begann, erscheint es mir angemessen, dich dort zu benachrichtigen. Dass nichts bei der Arbeit begann, spielt keine Rolle was getan werden musste, wurde getan, und was mich betrifft, kannst du jetzt, da du benachrichtigt wurdest, nach Herzenslust mit anderen Männern Sex haben. Ich stand auf, zog meinen Mantel an und ging zur Tür. Wohin gehst du? In die Bar. Ich werde ein paar Bier trinken, ein bisschen Billard spielen und mein neues Leben als Junggeselle beginnen. Wir müssen reden, Rob. Nein, nein, Amanda. Du hast alles gesagt, was du sagen musstest, als du mir direkt in die Augen geschaut und gesagt hast, dass du mich absichtlich betrügen wirst und dass ich die Scheidung einreichen kann, wenn mir das nicht gefällt. Nun, Amanda, es hat mir nicht gefallen, also habe ich die Scheidung eingereicht. Ich verließ das Haus und ging zum Bootsbar. Ich trank Bier und spielte Billard, bis es halb elf war, und ging dann nach Hause. Amanda war schon im Bett, und als ich morgens zur Arbeit ging, war sie noch in ihrem Zimmer, so dass ich nicht wusste, ob sie sich für die Verabredung angezogen hatte oder ob sie Wechselkleidung mit zur Arbeit genommen hatte. Nach der Arbeit ging ich zum Abendessen ins Wiegehen, und als ich um 19 Uhr nach Hause kam, war ich überrascht, Amandas Auto in der Garage zu sehen. Ich nahm an, dass sie nach der Arbeit nach Hause gekommen sein musste, um sich umzuziehen, und dass ihr Freund sie hier zu Hause abgeholt hatte. Der Kerl muss Eier in der Größe von Basketbällen haben, wenn er das tun konnte, obwohl er wusste, dass ich dort sein könnte. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf betrat ich das Haus und fand Amanda am Küchentisch sitzend mit einem Glas Wein in der Hand. Es fehlte nicht an Sarkasmus in meiner Stimme, als ich sagte: „Das Date ist vorbei. Bist du fertig? War er so wertlos? Du Rob, es gab kein Date. Es hat nie ein Date gegeben. Ich habe mir das alles ausgedacht. Ja, erstaunlich. Als ob ich das glauben würde. Ich wollte das schon immer tun, Rob, und ich hatte das Gefühl, dass ich es tun muss, solange ich noch gut aussehe. Sali sagte mir, ich solle dir einfach sagen, dass ich es tun werde, und dass du mich nicht verlieren willst, also wirst du mitmachen. Ich habe dir schon vor langer Zeit gesagt, dass du dich von dieser dummen Frau fernhalten sollst, aber oh nein, du konntest nicht auf mich hören und hast stattdessen auf sie gehört. Wie machst du das nur? Das ist nicht lustig, Rob. Alles geriet außer Kontrolle. Du musst einen Makler anrufen und das Haus vom Markt nehmen, deinen Anwalt anrufen und diesen Scheidungsunsinn beenden. Warum sollte ich das tun wollen? Ich habe dir gerade gesagt, dass es kein Date gibt. Das war alles nur ein Bläff, damit du mir zustimmst, was ich will. Damit gibt es ein kleines Problem, Amanda. Was? Ich will dir nicht glauben. Ich will damit sagen, dass du nicht erwartet hast, dass ich eine harte Linie verfolge, und als ich es tat, hat es dich schockiert, und jetzt versuchst du, den Schaden zu minimieren. Wahrscheinlich haben sie ihren Freund angerufen und um eine Auszeit gebeten, und jetzt versuchen sie, ihre Ehe zu retten. Das kaufe ich ihnen nicht ab. Du könntest deinen Freund auch zurückrufen und ihm sagen, dass doch alles in Ordnung ist. Bevor sie gehen, sorgen sie dafür, dass ihr Zimmer aufgeräumt ist, für den Fall, dass sie morgens um 9 Uhr noch nicht zu Hause sind. Um 10 Uhr wird das Paar kommen, um sich das Haus anzusehen. Gute Nacht, viel Spaß bei deinem Date. Ich hoffe wirklich, dass es das wert ist, was es dich kostet. Als ich den Raum verließ, fing sie an zu weinen, und es gab eine Zeit, da wäre ich zu ihr geeilt, hätte sie in den Arm genommen und sie getröstet, aber das war früher. Als ich ins Bett kletterte, fragte ich mich wirklich, ob Amanda die Wahrheit sagte. Es war möglich, aber ich konnte mir nicht sicher sein, und es war verdammt schlimm, dass ich mir nicht sicher sein konnte. Dann kam mir ein Gedanke. Es war ein bisschen übertrieben, aber es könnte funktionieren. Es war ein riskantes Unterfangen. Aber ich würde es gerne versuchen. Ich stand auf und holte mein Handy heraus. Da Amanda so viel Zeit mit Sally verbrachte, hatte ich Sally auf der Kurzwahltaste, falls ich Amanda kontaktieren musste. Ich rief Sally an, und als sie abnahm, sagte ich ihr, dass ich einen großen Gefallen brauche. Kannst du Amanda eine Nachricht schicken, ohne ihr Date zu ruinieren? Sagen sie die Verabredung ab. Sie sollte zu Hause sein und mit dir darüber sprechen. Ich bin noch nicht nach Hause gekommen. Dann sollte ich mich wohl besser beeilen. Ich fiel in Ohnmacht und ging ins Bett. So viel zu Amandas Geschichte, dass alles nur ein Bluff war. Am nächsten Morgen machte ich das Bett und räumte das Zimmer auf. Als ich in die Küche kam, war Amanda da, und es sah nicht so aus, als hätte sie eine gute Nacht gehabt. Sie hatte tatsächlich Kaffee gemacht, also goss ich mir eine Tasse ein. Ist in deinem Zimmer alles in Ordnung? fragte ich. Du willst doch nicht wirklich das Haus verkaufen, oder? Natürlich werde ich das tun. Ich will keine Scheidung, Rob. Bitte, das war alles ein großer Fehler. Ich will mich nicht scheiden lassen. Das ist es, was du nicht willst, Amanda. Was ist mit dem, was ich nicht wollte? Ich habe dir immer wieder gesagt, dass ich dich nicht mit einem anderen Mann teilen werde, und ich habe dir unzählige Male gesagt, dass ich so etwas nicht mehr hören will. Habe ich bekommen, was ich wollte, Amanda? Nein, ich habe es nicht bekommen. Du fängst immer wieder davon an, obwohl ich dir immer wieder sage, dass ich es nicht hören will. Es gibt keinen Grund, dir zu geben, was du willst, wenn ich selbst nicht bekomme, was ich will. Ich werde das nicht mehr tun, Rob. Ich verspreche, dass ich es nicht wieder tun werde. Du wirst es wahrscheinlich nicht tun, aber das wird dich nicht davon abhalten, es tun zu wollen. Und ich glaube, mit dem Gedanken im Kopf, dass du es tun musst, solange du, wie du sagst, noch vermarktbar bist, wirst du immer noch mit Sally reden und ihr zu hören, wie toll es ist, andere Männer zum Sex zu treffen. Und du wirst es tun. Du wirst beschließen, da du mich nicht zwingen kannst, mit dir zu gehen, es zu tun, ohne es mir zu sagen. Ich werde dich erwischen, und dann werde ich ins Gefängnis gehen für das, was ich dem Mann angetan habe, mit dem du mich betrogen hast. Wenn ich aus dem Gefängnis komme, werde ich mich von dir wegen Untreue scheiden lassen. Da die Scheidung sowieso kommen wird, wäre es besser, wenn ich sie jetzt wegen unüberbrückbarer Differenzen einreiche, um nicht ins Gefängnis zu kommen. Das würde ich dir nie antun. Ja, ich möchte das wirklich tun, aber nur, wenn es dir nichts ausmacht. Das ist der Grund, warum ich dieses Thema immer wieder anspreche. Ich denke, wenn du erst einmal begreifst, dass ich das wirklich will, wirst du mich auch lassen. Das sind dumme Gedanken von dir, Amanda. Habe ich in den letzten 15 Jahren auch nur ein einziges Mal angedeutet, meine Haltung aufzugeben? Ich habe es nicht getan. Dies wird niemals mit meiner Zustimmung geschehen, und ich glaube, dass du das verstehen wirst. Und wenn sie das verstanden haben, werden sie es tun, weil sie denken, dass es nur ein einziges Mal sein wird und sie es vor mir verbergen können. Das Problem ist, dass du es nicht tun kannst. Ich kenne dich zu gut, Amanda, und ich merke, wenn du versuchst, mir etwas aufzudrängen. Zum Beispiel hast du mir gesagt, dass die Geschichte mit dem Date ein Bluff war, und ich konnte sehen, dass du gelogen hast. Du hattest tatsächlich ein Date. Du dachtest, sobald du mir dein Ultimatum gestellt hast, würde ich es akzeptieren, weil du wusstest, dass ich dich liebe und dich nicht gehen lassen wollte. Ich habe dich überrascht, als ich sagte Okay, ich werde die Scheidung einreichen. Plötzlich wurde dir klar, dass du mit deinen Annahmen falsch lagst und dass ich dich gehen lassen würde. Also hast du deine Verabredung abgesagt und mit der Schadensbegrenzung begonnen. Leugne es so viel du willst, Amanda, aber du kannst nicht lügen. Ich konnte sehen, dass du nach Strich und Faden gelogen hast, als du mir sagtest, die dating sei ein Bluff. Du hattest tatsächlich ein Date. Das weiß ich und ich habe genug von diesem Mist. Also lasse ich dich bekommen, was du willst, aber das hat seinen Preis, und dieser Preis ist ein Betrug. Soweit ich weiß, steht es dir jetzt, da du benachrichtigt wurdest, frei, zu tun, was du willst, andere Männer nach Herzenslust zu studieren, Amanda, denn deine Ehe mit mir ist vorbei. Also, ist Ihr Zimmer bereit, besichtigt zu werden? Nein, das ist nicht der Fall, und das wird auch nicht passieren. Ich nehme mir eine Auszeit von der Arbeit, und die Küche wird auch nicht so toll aussehen. Ich werde heute vier backen, und ihr wisst ja, wie unordentlich es werden kann. Außerdem werde ich Sie durch alle Räume führen und auf alle Mängel hinweisen. Vielleicht erwähne ich sogar, dass wir das Kakerlakenproblem noch nicht in den Griff bekommen haben. Ich denke, ich kann Sie nicht davon abhalten. Aber wenn Sie es tun und wissen, was es Sie kosten wird, was würden Sie dann tun? Ich werde gehen. Ich werde die Raten für das Haus und die Nebenkosten nicht mehr zahlen. Letztendlich wird das Haus beschlagnahmt, und wir werden es und Ihren Anteil an dem, was wir beim Verkauf hätten bekommen können, verlieren. Eine andere Möglichkeit ist, dass Sie Ihre Raten für das Haus abbezahlen und für Strom, Gas, Wasser und Telefon aufkommen. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass Sie das mit Ihrem Gehalt allein schaffen können. Aber das müssen Sie selbst entscheiden. Ich stand vom Tisch auf, goss Kaffee in meine Reisetasse und sagte, ich gehe jetzt zur Arbeit. Ich werde den Makler heute Nachmittag anrufen und fragen, wie die Besichtigung gelaufen ist. Wenn er mir sagt, dass du versucht hast, den Verkauf zu sabotieren, werde ich die notwendigen Anrufe tätigen, um die Rechnungen der Versorgungsunternehmen auf deinen Namen umzuschreiben und dir zu ermöglichen, die nächste Rate für das Haus zu zahlen, die am kommenden Mittwoch fällig ist. Verdammt, Robert, kriegst du es nicht in deinen sturen Kopf, dass ich keine Scheidung will? Bekommst du nicht in deinen Kopf, dass es mir egal ist, was du willst oder nicht willst? Es war mir egal, was du wolltest, als du mir in die Augen sahst und sagtest, du würdest es tun, und wenn es mir nicht gefiele, könne ich mich scheiden lassen. Das war das Ende unserer Ehe, Amanda. Du hast mich vor die Wahl gestellt, und ich habe mich für die Scheidung entschieden. Sie sah mich mit einem düsteren Gesichtsausdruck an, als ich zur Arbeit ging. Um 13 Uhr nachmittags rief ich meinen Freund Mark an. Wie ist es gelaufen? Sie ist weggeblieben. War der Raum, den sie benutzte, für die Besichtigung zugänglich, sauber wie eine Stecknadel, sogar in der Küche? Meinem Bruder gefiel das Haus. Er wünschte fast, es stünde tatsächlich zum Verkauf. Wenn unser Plan nicht funktioniert, dann vielleicht auch nicht. Mein Cousin und seine Freundin werden es sich morgen ansehen, und meine Schwester und mein Schwager übermorgen. Wenn deine Cousine den Film gesehen hat, werde ich ihr sagen, dass du mich angerufen und ein Angebot gemacht hast. Glauben Sie wirklich, dass das klappt? Ich hoffe es, aber wenn es nicht klappt, werde ich es zumindest versuchen. Als ich von der Arbeit nach Hause kam, saß Amanda auf der Couch im Wohnzimmer und las ein Buch. Als ich hereinkam, legte sie ihr Buch beiseite und fragte, soll ich Abendessen machen oder gehst du heute Abend wieder aus? Wenn du für dich selbst kochen willst, bleibe ich zu Hause. Aber wenn du nur für mich kochen willst, gehe ich aus. Ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen, also werde ich etwas kochen. Und sie stand auf und ging in die Küche. Während sie das Abendessen zubereitete, ging ich in den Keller und überprüfte den Rekorder, den ich an die Telefonleitung angeschlossen hatte. Der einzige interessante Anruf war der, den sie tätigte, als ich an diesem Morgen zur Arbeit ging. Hallo, hallo, ich bin's. Er ist gerade zur Arbeit gegangen. Er ist weg für. Gibt es irgendwelche Veränderungen? Nein, ich glaube, er geht wirklich durch. Der Makler bringt heute Morgen jemanden mit, der sich das Haus ansieht. Ich weiß nicht, warum du dich darüber so aufregst. So hast du Zeit für das, was wir besprochen haben. Ich will das nicht tun, wenn es mich meine Ehe kostet. Es scheint mir, dass du fast verrückt geworden bist. Wenn Rob sich scheiden lässt, kannst du Rodi wiedersehen. Du hast ihm fast das Herz gebrochen, als du neulich abgesagt hast. Er hat sich sehr darauf gefreut, dich zu einem Treffen einzuladen. Es waren noch ein paar andere Jungster, die auch enttäuscht waren, als du nicht aufgetaucht bist, nicht so enttäuscht wie ich, als unser Plan nicht funktionierte. Du hast mir versichert, dass Rob lieber aufgeben würde, als mich zu verlieren, und das verstehe ich überhaupt nicht. Dieser Mann liebt dich. Jeder weiß das. Er verehrt den Boden, auf dem du gehst. Er hätte sich deinem Ultimat umfügen müssen. Nun, das hat er nicht. Und jetzt kann ich ihn nicht einmal dazu bringen, mit mir zu reden. Was könntest du sagen, wenn man bedenkt, dass er eine schwierige Position hat? Ich weiß es nicht, aber es muss etwas geben, was ich sagen oder tun kann, damit er die Sache beendet. Ich sage es nur ungern, aber das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, wenn du ihm versprichst, dass das Thema nie wieder auftauchen wird. So wie die Dinge laufen, glaube ich nicht, dass er mir glauben wird. Er glaubt kein einziges Wort von dem, was ich sage. Er sagt, er weiß, dass ich gelogen habe, als ich ihm sagte, dass die dating nur ein Bluff war. Er weiß, dass du gelogen hast, denn er hat mich angerufen und gefragt, ob ich dir etwas ausrichten kann, ohne dein Date zu stören, und ich habe ihm gesagt, dass du das Date abgesagt hast, damit du zu Hause sein und mit ihm reden kannst. O oh Gott, was soll ich jetzt tun? Ich weiß nicht, ob du etwas tun kannst, Mädchen. Sag das nicht. Ich kann Rob nicht verlieren. Ich kann einfach nicht. Warum nicht? Wenn du erst einmal frei von ihm bist, kannst du alle Erfahrungen machen, die du willst. Neben Rodi kenne ich ein gutes halbes Dutzend Jungs, mit denen wir dich verkuppeln könnten. Ich dachte, du wärst mein Freund, Soli, aber da habe ich mich wohl geirrt. Dein einziges Interesse an mir scheint zu sein, dass du jemanden hast, mit dem du deine alleinstehenden Freunde verkuppeln kannst, die sich deiner Gruppe anschließen wollen. Das werde ich nicht sein, Sali. Niemals, nicht ohne Robs Einverständnis. Und ich habe schließlich akzeptiert, dass es einfach nicht passieren wird. Er wird dem niemals zustimmen. Auf Wiedersehen, Soli. Ich spulte den Rekorder zurück und ging wieder nach oben. Ich sah mir die Abendnachrichten an, bis Amanda mich zum Abendessen rief. Wir aßen schweigend, und erst als Amanda aufstand, um mit dem Abräumen zu beginnen, sprach sie: Ich will mich nicht scheiden lassen, Rob. Was soll ich tun, damit du auf die Scheidung verzichtest und das Haus vom Markt nimmst? Das spielt keine Rolle, Amanda, denn du kannst es nicht tun. Wie kannst du das wissen? Weil du 15 Jahre Zeit hattest, es zu tun, und du hast es nicht geschafft. Es gibt keinen Grund zu glauben, dass du es jetzt tun kannst. Was? Hör auf mit dem Unsinn über andere Männer. Das Problem, vor dem wir jetzt stehen, ist, dass du mir zwar versprechen konntest, dass du das tust, aber ich traue deinen Worten nicht mehr. Ich kann nicht anders, als zu glauben, dass du, selbst wenn du versprichst, es aufzugeben, und sich eine Situation ergibt, die dich glauben lässt, dass du es tun kannst und damit durchkommst, es dann auch tun wirst. Ich werde mich immer daran erinnern, dass du gesagt hast, dass du das hättest tun sollen, als du noch dein Aussehen hattest. Und dann ist da noch die Tatsache, dass du mich bereits wegen des Datums angelogen hast. Nein, Amanda, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Du solltest dich vielleicht nach einer Wohnung umsehen. Ich habe heute Nachmittag mit einem Immobilienmakler gesprochen und das Paar, das sich das Haus angesehen hat, schien es wirklich zu mögen. Er glaubt, dass sie mir einen Antrag machen werden. Das ist einfach so unfair. Ich möchte dieses Haus nicht verlieren. Du musst es nicht verlieren. Du kannst mich jederzeit auf meinem Anteil herauskaufen und das Haus behalten. Und wie kann das ungerecht sein? Du bekommst das, wovon du immer geträumt hast. Du hast jetzt die Freiheit, einen anderen Mann oder andere Männer zu treffen. Du solltest glücklich sein. Ich stand auf und verließ den Tisch. Als ich nach ein paar Stunden im Pontiac ins Haus zurückkehrte, war Amanda in ihrem Zimmer. Also ging ich in den Keller und sah mir den Rekorder an. Es war nichts Interessantes drauf, also spulte ich zurück und ging ins Bett. Ich stellte den Wecker auf 5 Uhr und schlief dann ein. Ich stand auf und verließ das Haus, bevor Amanda ihr Zimmer verließ, und ging ins Café, um zu frühstücken. Ich hatte einen sehr anstrengenden Tag und hatte nicht viel Zeit, um über die Situation mit Amanda nachzudenken. An diesem Abend beschloss ich, auswärts zu essen, und nach dem Essen ging ich in Butzbar auf ein paar Bier und eine Partie Billard. Ich ging gegen 22.40 Uhr, und als ich nach Hause kam, war das Licht aus und Amandas Auto stand in der Garage, so dass ich annahm, sie sei zu Bett gegangen. Ich überprüfte den Rekorder und fand nur einen interessanten Anruf. Hallo, guten Abend, Freundin. Was willst du, Sali? Willst du deinen guten Ruf wiederherstellen? Ich habe noch einen Single, der jemanden braucht, um in deine Gruppe zu kommen. Sei nicht so, Freundin. Wir waren Freunde lange bevor ich Rals kennengelernt habe und in diese Szene verwickelt war. Und vergessen wir nicht, dass du es warst, der mich immer wieder dazu gedrängt hat, mehr darüber zu erfahren, was Ralf und ich machen. Gut, du hast dich klar ausgedrückt. Ich rufe an, weil ich wissen möchte, ob Sie morgen mit mir zu Mittag essen können. Ich glaube, ich habe eine Idee, wie du Rob dazu bringen kannst, auf die Scheidung zu verzichten. Was ist das? fragte ich. Ich erzähle es dir beim Mittagessen. Ich arbeite noch an den Feinheiten der Sache. Passt dir, Saducchi, mittags? Ich kann da sein. Keine Panik, wenn ich zuerst da bin. Und wenn du dann da bist, siehst du mich mit einem Typen sitzen. Ich versuche nicht, dich mit jemandem zu verkuppeln, aber wenn mein Plan funktionieren soll, brauchen wir ihn. Wir müssen los. Wir sehen uns mittags. Ich schlief ein und versuchte zu begreifen, dass Silly versuchte, Amanda zu helfen, ihre Ehe zu retten. Sally mag mich nicht einmal und hat mich nie gemocht. Natürlich könnte die Tatsache, dass das Gefühl auf Gegenseitigkeit beruhte, etwas damit zu tun haben. Am Morgen war ich aufgestanden und aus dem Haus, bevor Amanda aufgestanden war, und ich hatte den ganzen Tag über viel Zeit, um über Salis und Amandas Verabredung zum Mittagessen nachzudenken. Hatte Sally wirklich eine Idee, die Amanda helfen würde, oder war das Essen nur ein Trick, um Amanda in die offene Beziehungsszene zu bringen? Ich beschloss, direkt nach Hause zu gehen und nicht auswärts zu essen oder nach der Arbeit noch ein Bier zu trinken. Bevor ich diese Entscheidung treffen konnte, rief Amanda mich an und fragte, ob ich zum Abendessen zu Hause sein würde oder ob ich mich wieder verspäten würde. Ich sagte ihr, dass ich um die übliche Zeit zu Hause sein würde. Als ich nach Hause kam, war das Abendessen fertig, und Amanda hatte es auf den Tisch gestellt. Die Konversation war minimal und beschränkte sich im Wesentlichen auf gibst du mir bitte das Kartoffelpüree oder möchtest du noch grüne Bohnen, nachdem wir gegessen hatten, aber bevor wir den Tisch abräumten, schob Amanda mir einen Umschlag über den Tisch zu. Als ich danach griff, sagte Amanda: "Sally hat mich gestern Abend angerufen und mir gesagt, dass sie eine Idee hat, wie ich unsere Ehe möglicherweise retten kann. Ich habe mich mit ihr zum Mittagessen getroffen und sie hatte einen Mann aus ihrer Gruppe dabei." aber er war als Anwaltsgehilfe und Notar dabei. Sili erläuterte ihre Idee und ich stimmte ihr zu. Abije, der Anwaltsgehilfe, verließ uns und kam 20 Minuten später mit dem Dokument zurück, das sie gerade in den Händen halten. Ich unterschrieb es und er beglaubigte meine Unterschrift. Sie müssen es nur noch lesen und dann dort unterschreiben, wo ich akzeptiere diese Vereinbarung steht. Und wenn ich das nicht akzeptiere? Warum nicht? Sie bekommen alles, was sie wollen und noch mehr. Ich öffnete den Umschlag, nahm das Dokument heraus und las es. Es handelte sich im Wesentlichen um einen rechtlich durchsetzbaren Ehevertrag, in dem es hieß, dass die Frau aus der Ehe ausscheidet, wenn der Mann gegen eine der Bestimmungen des Dokuments verstößt und es zur Scheidung kommt, wobei sie nichts als ihr persönliches Eigentum zurücklässt. Die beiden wichtigsten Punkte waren Ehebruch und jeder Versuch ihrerseits, mich zu zwingen, mit ihr sexuelle Beziehungen mit anderen einzugehen. Ich nahm einen Stift auf meiner Hemdtasche und unterschrieb die Zeile, ich akzeptiere diese Vereinbarung. Dann sagte Amanda Es gibt eine Sache, die nicht in dem Dokument erwähnt wird. Was ist das? fragte ich. Das wird erst in Kraft treten, wenn wir miteinander schlafen und sie begann, ihre Bluse aufzuknapfen.